Servus Leute und willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2013 Real Projekt zusammen mit Manuel. Hallöchen. Jetzt fangen wir nachher an und singen den Beginn. Nein, Spaß beiseite. Nein. Bitte nicht. Jetzt haben wir eh schon alle abgeschalten. Bei der Begrüßung haben wir jetzt einfach alle abgeschalten. Na gut, wenigstens haben wir den Aufruf. Ja, aber der bringt nicht viel. Das für ist, die Zahl das schon. Jein, schon, aber was bringen die Aufrufe, wenn du einfach das Video trotzdem nicht geschaut wird? Ja, stimmt schon. Halt, ein Aufruf bedeutet schon viel, aber sagen wir so, die Watchtime von eins halt von den Videos bedeutet mir fast noch mehr. Weil ich da einfach sehe, okay, wie ist das Video jetzt wirklich angekommen, wie lange wurde das Video geschaut? Hat das überhaupt ein, sozusagen, bringt das überhaupt was sozusagen irgendwie, das zu machen? So, willst du jetzt warten und ich mache kurz Vorgewende bis daher? Ja, kannst du machen. Das Problem ist, du müsstest komplett im Kreis fahren, oder? Obwohl, du könntest jetzt, nein, du könntest nicht. Ja, wie machen wir es jetzt? Es ist halt dämlich eigentlich. Eigentlich müsstest du ja genau die Bahnen ziehen zuerst im Kreis. Zumindest oben und unten oder so. Weil auf der Seite hast du so und so nachher. Zumindest auf der einen Seite. Ja. Und auf der anderen Seite ist mir eigentlich egal. Weißt du, was wir machen? Ich mache jetzt kurz hier vorne herunter so Vorgewende, mache dann oben das Vorgewende. Und dann kannst du ja zumindest die zwei Bahnen, was auf der Seite sind, die mal durchziehen. Obwohl, na, du solltest zuerst rausfahren, oder? Weil wir fahren ja nachher oben auch rein. Und nicht von der schiefen Seite rein. Ah, das ist jetzt ein Dreck. Weil es ist auch dämlich, wenn du nur bis zur Mitte ziehst. Ipsasa. Oder du wartest, bis ich fertig bin. Ja, dann hast du nichts mehr zu tun. Ja, das ist wahrscheinlich genau am Ende des Bartes ziemlich. Dann tun wir das schon fertig ansehen. Weil es ist halt, wenn wir realistisch spielen, dann müssen wir warten jetzt einfach. Weil du zuerst das vorher. Ich kann da zwar das Vorgewende machen, aber es bringt dann nicht einmal das Vorgewende großartig was. Wenn ich das jetzt ziehe. Ja, stimmt schon. Normalerweise bringt es halt nichts. Weil du ja durchziehen musst, eigentlich die geraden Kanten nochmal. Ich stelle so lange einfach mal den GPS ein. Ja, kannst du machen. Wieso musst du jetzt am Ende. Ach Gott. Die ganze Zeit habe ich urschön rückwärts geschoben und mit einem Mördertempo auch noch. Und jetzt am Schluss auf einmal berichten wir aus. Aber so richtig. Arschgruber, ich hasse dich. Oder liegt es am Traktor? Nein, es ist der Gruber viel. Oder am Bediener. Nein, an den überhaupt nichts halt. Über den lasse ich gar nichts sagen. Ach so, ja, gut, ja, das ist mit hier. Natürlich wieder der Wunderknabe, wie immer. Sicher. Oder? Bin der Geilste der Welt. Eigenlob stinkt. Überhaupt nicht. Wer sich eigenloben kann, der hat alles nur richtig gemacht in seinem Leben. Weil er kann nichts falsch gemacht haben, weil wenn man selber davon glaubt, ja, dass man. Ja, er ist so von seinen Fehlern überzeugt, dass er. Ja. Ja, sag. Nee, passt. Die Zuschauer wollen sie jetzt hören. Nee. Sicher. Der Markus ist so von seinen Fehlern überzeugt, dass er gar nicht mehr merkt, dass es eigentlich Fehler sind. Achso, dass es der Fehler deswegen, ist, der Hauptfehler ja, sozusagen. Deswegen lobt er immer seine Fehler. Verstehe. Ich probiere eigentlich nur die ganzen Leute zu beeinflussen, dass die Fehler die richtigen Sachen eigentlich sind. So schaut's aus. Scheiße, jetzt habe ich's gesagt. Das muss ich rauscutten. Ja, wie immer halt. Nein, das ist halt nicht so Sachen, ich weiß nicht. Ich habe ja das Video für den Felix Bar gemacht. Jo. Hab das auch live im Stream gemacht und so weiter. Und ich habe mir urschwer getan, da den Text zu sagen. Ja, das haben wir gemacht. Ich weiß es. Bin wieder ein bisschen gestottert. Nein, das große Problem ist, bei einem Let's Play ist es so, ich drücke auf die Aufnahmetaste, habe kein Skript oder so irgendwas vor mir liegen und habe im Endeffekt kein Thema. Oder ich habe ein Thema zwar, aber großartig,
Ich weiß, wie wir das machen. Ich mache jetzt einfach Vorgewende und du fährst, mach 3 Bahnen Vorgewende auf der Seite, dann kannst du das Vorgewende durchziehen. Oder 4 Bahnen Vorgewende. Jo. Dann haben wir die 18 Meter. Dann kannst du durchziehen und hinten anfangen schon. Ja, dann muss er fast 5 machen. Na, ich habe 6 Meter, oder? Ja, 6 Meter. Ja gut, wenn du 4 machst, ja. Ach so, ja. Ja, kommt drauf an, wie das jetzt ausnutzt, wie auch du überlappst. Nein, halt nicht, das Problem, du hast nur das fertige Video nachher gesehen. Ja. Ich habe das Problem, ich habe zuerst probiert, sozusagen, das einfach aufzunehmen, sozusagen immer in Abschnitten. Das ist mir einfach auf die Schnelle, also hochkommen auf die Schnelle ist ein bisschen blöd gesagt, aber einfach nicht so richtig gelungen. Weil da, ich bin halt eher der Typ, wenn ich die Aufnahmetaste drücke, dann rede ich los, fertig. Aber um auf ganz genau sozusagen die Dinge einzugehen, was du sagen willst, und dann das noch geskriptet sozusagen aufzuschreiben, das ist das Problem, was ich gemacht habe. Ich habe mir davor, ich habe zwar gewusst, über was ich reden will, und dann habe ich angefangen, mir ein Word, das in Satzweise zusammenzuschreiben. Und das war der große Fehler. Nein, liest man immer so ab. Nein, ich habe nachher das, was in dem Video ist, ist komplett abgelesen. Weil ich einfach, weil ich es nicht zusammenbekommen habe, das nachher über, einfach sozusagen über die Dinge, was ich sozusagen da geschrieben habe, einfach frei zu sprechen. Ich habe es einfach gerade nicht, keine Ahnung, was, weil ich schlecht drauf war oder sonst. Ich habe es einfach nicht zusammenbekommen. Darum habe ich auch, ich habe das aber das Problem schon immer gehabt. Ich habe immer, eigentlich wenn ich in der Schule sozusagen ein Referat gehalten habe, war das bei mir eigentlich so, dass ich mir das Referat nicht wirklich vorbereitet habe, sondern ich habe einfach das Thema, okay, ich habe mich darüber eingelesen und so weiter vor, habe eine PowerPoint-Präsentation halt, was sozusagen heutzutage ja fast Pflicht ist, sozusagen gemacht und habe dann mir vielleicht noch, keine Ahnung, die PowerPoint-Folie ausgedruckt, dass ich sozusagen sehe, was habe ich draufstehen und so weiter oder habe es vor mir liegen gehabt. Aber ich habe mir den Text nicht fertig aufgeschrieben. Ja, das habe ich bis zur 9. Klasse gemacht, also 3 Jahre lang, habe ich mir das immer auf Karteikarten rausgeschrieben und dann in der 11. Klasse, wo ich dann den Sprung gemacht habe, ins TG, habe ich dann meine GFS über Biogasanlagen gehalten. Ja. Und ja, das war halt einfach das erste Thema, wo ich mich so richtig dafür interessiert habe, wo ich richtig drum gekämpft habe, dass ich das krieg. Und ich habe bei dem Thema keine Karteikarten, nichts gebraucht und ich hatte sie zwar vorbereitet, habe sie aber nach 2 Minuten hingelegt und habe sie weggelegt. Nee, ich habe das Problem, ich habe immer überhaupt gar keine Karteikärtchen oder so, du musst noch warten. Ich muss vorne einmal noch eine Spur fahren, da war noch ein Eck noch nicht auf der Kante, ganz klar. Ich habe immer das Problem, wenn ich mir was aufgeschrieben habe, sobald ich mir das in Sätzen formuliert habe, du hast jedes Mal, wenn du das darüber redest, die Sätze im Kopf. Ja. Und da habe ich mir so schwer getan, dass ich das wieder rausbekomme. Und dann habe ich irgendwann drauf gesagt, geh scheiß drauf, pfeif drauf. Und ich habe es einfach runter, habe mich gemutet komplett im TS, habe mich gemutet im Stream, habe den Scheiß mir hergenommen und habe runtergelesen. Natürlich bin ich jetzt nur auf 1 Minute 30 oder 35 oder 1 Minute 40 oder sowas gekommen. Aber ich hätte einfach, was halt extrem schwierig ist, ich habe das Thema sozusagen vorgehabt und ich habe dann schon gesagt, naja, soll ich einfach jetzt ein Spiel starten und einfach drüber reden? Das Problem ist, da hätte ich über die 2 Minuten drüber geredet und das nachher so wieder hinzukarten, dass das passend ist, ist halt auch wieder ein Scheiß. Ja. So, soll ich da jetzt noch eine Bahn fahren oder? Müsste ich glaube ausgehen. Oder zumindest in dem letzten Ding noch einmal eine. Ich weiß, wir machen das jetzt gerade irgendwie, liebe Leute, aber ungefähr passt schon halt. Es ist durchwühlt und das ist das Wichtigste einmal. Und nicht, dass wir da. Wir verdichten das eh nicht so stark wieder. So. Und ja, da habe ich mal ein bisschen schwierig dann und ich muss ehrlich sagen, es ist auch wirklich schwierig, glaube ich, wenn ich jetzt das Soundkarten-Video hier fertig mache. Da ist einfach so, da weiß ich, was ich sagen will, da sage ich das einfach runter und erzähle drüber. Und mach nachher das Video dementsprechend. Und wenn das 6 Minuten lang ist, ist das 6 Minuten lang. Wenn das 8 Minuten lang ist, ist das 8 Minuten lang. Wenn das 3 Minuten lang ist, ist es 3 Minuten lang so ungefähr. Und ich mache einfach die Videosequenzen, halt die Filmschnitte und so weiter dazwischen. Und da habe ich einfach das Problem gehabt, dass ich die 2 Minuten Zeitvorgabe gehabt habe.
den Film vorbereitet gehabt, habe halt den kompletten Inhalt, wie ich es machen will. Und da einfach hinzukommen, dass du auf eine sinnvolle Länge kommst und dass die Abschnitte passen. Du kannst ja nachher nicht den einen Abschnitt einfach, weil bei dem einen Abschnitt habe ich überhaupt zwei Videos gehabt, die Videosequenzen, die ich nachher, die kannst du nicht viel schneller oder viel langsamer abspielen lassen, da schaut nichts gleich einfach aus. Und das ist ganz schön tricky, das ist nicht so einfach, wie man glaubt, dass man sich an eine Zeit hält. Definitiv nicht, ja. Halt so ohne Zeit halten finde ich jetzt nicht einmal so das Problem. So, jetzt grube ich aber gleich ohne GPS fertig, das bringt jetzt nichts mehr. Wenn ich sozusagen sage einfach, okay, frei, ich habe keine Zeitbegrenzung, dann habe ich überhaupt kein Problem. Da muss ich nur über das Thema Bescheid wissen, so wie jetzt, keine Ahnung, wir haben da jetzt das Thema, reden gerade über das und dann über das und das. Da sind keine Zeitbeschränkungen und wenn wir bei den 15 Minuten ankommen und wir sind noch nicht fertig, dann machen wir 17, 18 Minuten. Dann kommt man halt dann zum Schluss. Aber wenn du, sobald ich eine Zeitbeschränkung habe, habe ich die Urprobleme gehabt. Ja, es ist nicht immer einfach. Zeit, wenn man eine Begrenzung hat, dann steht man gewissermaßen unter Druck und Druck ist nie gut. Und überhaupt so eine kurze, 2 Minuten ist halt wirklich kurz. Wenn du im Parlament hast, dann hast du 5 oder 10 Minuten zum Reden. Und dann wird da angezeigt, nach 2 Minuten ein Licht und so weiter, und dann kannst du es dir einteilen. Aber bei 2 Minuten, wie willst du denn 2 Minuten noch sinnvoll aufteilen? Das geht ja kaum. Ja. Eigentlich musst du jetzt unten Vorgewende machen nachher, rüberfahren. Ja, habe ich auch vor, ich bin zu weit gefahren. Das habe ich mir fast gedacht, nämlich. Obwohl, du könntest durchziehen, du kannst durchziehen die eine Seite. Weil wir fahren ja nach oben im Kreis. Eigentlich hättest du sogar, nein, du darfst, ja, keine Ahnung. Ja, ich mache jetzt hier das Vorgewende und dann haben wir das fertig. Musst aber kurz warten, muss ich da unten jetzt auch machen. Ja. Hier drüben hast du es ja schon. Ja, bis zur Mitte circa. Ich weiß nicht, ob man das trainieren kann, dass man sich so auf so kurze Zeiten konzentriert, ich weiß nicht. Sicherlich. Ja, aber ich bin eher der Typ, der einfach redet und über Gott und die Welt und da, keine Ahnung, viel Zeug hineinplappert. Und zwar schon die stichpunktartig mir zusammenschreibe und ich weiß, was ich sagen will. Stopp. Aber wenn ich dann was anderes noch zusätzlich erzähle zu dem Punkt, dann erzähle ich es. Und dann will ich mich nicht an die Zeit halten mehr. Nee. Und das ist das, wo ich mir, glaube ich, bei dem Video ziemlich am schwierigsten getan habe. Ja. Da hat man auch gemerkt, ehrlich gesagt. Ich habe das runtergeschrieben. Nein, es war einfach ich habe die Sätze runtergeschrieben gehabt und das war einfach ein vorgelesenes Ding. Das war so und fertig aus. Ich habe das erzählen wollen im Endeffekt und habe ihm die Geschichte sozusagen erzählt. Hochkomma, was ich erzählen wollte. Und ja, mehr geht halt nicht. Du meinst, hat man es gemerkt, wenn man mich sonst anders kennt, oder wie? Ja, also man hat schon gemerkt, also zwischendurch hast du mal immer mal wieder gestockt. Ja, aber das habe ich sonst auch. Das ist Standard. Ja, aber jetzt nicht in dem Ausmaß, sage ich jetzt. Okay. Es war jetzt nicht schlimm, aber man hat den Unterschied gemerkt zum offenen, zum freien Markus. Ja, das stimmt. Na, weil ich einfach das vorgelesen habe und das ist das Problem. Ja, dann denkst du wieder, okay, halt, ich habe das Problem, wenn ich vorlese. Und dann denke ich mir, okay, das wollte ich aber jetzt eigentlich anders sagen und das darfst du beim Vorlesen nicht. Nee. Beim Vorlesen ist es, ja, das ist passiert und fertig. Da gibt es nicht noch einmal überlegen, soll ich das jetzt anders sagen oder so irgendwie, sondern, oder wie kann ich das jetzt noch mal anders erklären kurz, sondern, na, da ist der nächste Satz da und das wird der nächste Satz sein. Fertig, aus. Darum glaube ich, wenn ich ein Buch schreiben würde und ich schreibe und irgendwann fällt mir ein, dass das eigentlich der komplette Stuss war, was ich da vorne geschrieben habe und ich probiere das nachher zum Erklären, im Buch ist es schwierig zu erklären danach erst, weil dann denkt sich der Leser, wieso hat er das dann vorher so geschrieben. Im Gespräch ist das halt ja Standard, dass man immer sich ein bisschen anders ausdrückt so, oder andere Meinungen hat, weil das gesprochene Wort ist halt doch manchmal, halt es ist schneller was gesprochen, als was man gedacht hat, sagt man ja auch so, ja, so schön. Definitiv. Oder wie sagt man auch so schön, man sollte zuerst denken, bevor man redet, aber das kannst du halt in einer Konversation schwer machen, die ganze Zeit. Da kannst du nicht überlegen jetzt. Fliegen einfach willkürlich Wörter einem durch den Raum und ja, hier unten musst du nochmal, na gut, du machst ja. Ich komm gerade runter und bin dann bei der letzten Bahn. Ja.
So, wir werden aber das Feld hier jetzt ganz kurz nachher offscreen fertig machen. Halt, wir machen jetzt, ich mache jetzt noch die Bahn dann, weil wir sind, du fährst ja auch mit der Federstätte, darfst ja auch 18 km/h oder sowas fahren, das ist ja wieder die Federstätte, sie sind ja Mörder von der Einlegegeschwindigkeit sozusagen. Ne, das ist eine Horsch. Ach so, das ist die Horsch. Ja, aber die wird auch, weiß nicht, wie schnell die ist. Die. Genau, ist auch so. Meistens ja auch so. Relativ schnell zum Sehen. Ja. Yep. Aber es ist halt wirklich so eine Sache immer, das mit den Freireden. Halt, Freireden geht, aber sobald du dich auf eine Vorgabe halten musst, ist es nicht so einfach. Ja, wird halt alles komplizierter. Ja. Weil so jetzt auch, wir reden noch immer und es sind schon 15 Minuten um. Ja, dann ist halt 15 Minuten um. Okay, ich werde jetzt noch die Bahn hinauffahren, nämlich in den Bad habe ich mir vorgenommen. Und wir reden dann, wenn ich dann noch stehe und zum Hof zurückfahre, weil mir noch das Thema irgendwas gerade einfällt, dann rede ich halt noch weiter. Aber es ist halt manchmal halt so, gerade in der Situation habe ich mal gedacht, okay. Und dann ja, war das auch noch so. Nicht. Wir sind jetzt auch nicht unbedingt an die 15 Minuten gebunden. Wenn es 16 waren, waren es 16. Genau. Und 17 waren, waren es 17. Und was halt da war, das war einfach so, ich war nachher schon unter Zeit, hochkommen, ein bisschen Zeitdruck, weil ich, die Abgabe war 23.59 Uhr, ich habe es nachher abgeben um 23.20 Uhr oder so, oder 23.15 Uhr. Und dann überlegst du, okay, sollst du das jetzt nochmal machen? Wie kannst du das machen? Wie ist es am einfachsten? Dann sagen, geben da wieder die anderen wieder irgendwelche Tipps und lenken dich ab oder so irgendwas. Und dann habe ich einfach auch, da war ich wirklich 10 Minuten einfach, habe ich mich gemutet gehabt komplett, dass mich keiner hört sozusagen. Hab nachher überlegt, was ich mache und habe nachher gesagt, geh scheiß drauf, lese das runter. Dann waren das 1 Minute 35, habe mir gedacht, scheiße, schon ein bisschen kurz. Dann habe ich noch einmal in den Chat nachgefragt, wie findet das ihr? Hab's halt sozusagen anhören. Dann haben sie gesagt, ja, wenn die halt die Stocker, was dazwischen waren, ab und zu nicht umwerfen stören, dann lass es. Finden sie gut. Und dann habe ich mir nur mehr gedacht, ich lasse es und wenn es was wird, dann kriege ich, habe ich gewonnen. Wenn es nichts wird, habe ich nichts gewonnen. Dann habe ich halt 5 Stunden umsonst was gearbeitet oder es waren fast 10 Stunden oder sowas. Aber ja, ist halt so dann. So, willst du noch was dazu sagen? Nö, eigentlich nicht. Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns dann morgen, wenn wir dann hier vorspulen und am nächsten Tag sind und die Ernte dann ziemlich beginnen werden, weil es bringt halt jetzt nichts, wenn ich jetzt noch da noch einmal einen Bad mache, wo wir gerade mal 2 Minuten oder sowas am Sehen sind. So, wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es hier weitergeht, beim LS13 Wheel Projekt. Bis dann, tschüss. Ciao.